Hallo Leute, liebe Grüße aus Mexiko. Ich bin die Aurelia Gatifola, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen und eine Sternensaat. Ich kann innerhalb von Sekunden den Ursprung bestimmter Probleme oder Themen erkennen, ohne dass ihr mir vorher sagt, was los ist. Das ist eine Gabe, damit bin ich geboren. Und heute geht es mir um das Thema die Ehe. Ich bin nicht verheiratet, nein. Meine Eltern waren bis zum Ende verheiratet, bis mein Papa gestorben ist. Und ich fand es unglaublich interessant. Ich habe in den letzten paar Tagen mit Freundinnen gesprochen. Eine Freundin von mir ist schon 2 oder 3 Mal geschieden. Und die ist so alt wie ich. Also ich werde jetzt im Juli 44. Und dann bin ich erstmal ein bisschen erschrocken, dachte ich mir, krass, wie geht denn sowas? Und dann haben wir so drüber geredet. Und dann bin ich ehrlich gesagt erschrocken, neben dem, was in der Welt eigentlich passiert. Und dann nochmal ihre Aussage, das war so, dachte ich mir, boah, ich muss unbedingt ein Video machen. Meine Frage an dich ist, bist du verheiratet? Ja, nein. Wenn du verheiratet bist, wieso? Was hat dich dazu bewegt? Wenn du nicht verheiratet bist, wieso bist du nicht verheiratet? Also bitte hinterlasst mir Kommentare. Ich würde mich total freuen über euer Feedback, über euer, wie ihr lebt, wie ihr denkt. Und dann reise ich ja durch die Welt. Und in Indien zum Beispiel gibt es Zwangsehen. Das heißt, astrologisch wird dann ausgesucht, wer dein zukünftiger Ehemann ist. Also in Indien sehr speziell. Bei den Muslimen wird man verheiratet. Also nochmal, bleiben wir bei Indien. Also über Astrologie, manche haben sich überhaupt noch nie gesehen. Manche dürfen sich sehen und dürfen 5 oder 10 Minuten zusammenhocken alleine und treffen unterschiedliche Menschen und sagen, ja, den möchte ich heiraten, den nicht. Die dürfen sich wenigstens aussuchen. Manche sagen, oh, ich lasse meine Eltern entscheiden, weil wenn dann mal was schief läuft, dann kann ich meine Eltern dafür verantwortlich machen, was ja total bescheuert ist, weil deine Eltern, die sterben irgendwann. Und du hockst da mit deinem Partner und bist verheiratet und musst dann mit dem Partner bis zum Ende deines Lebens zusammen sein. Das kann es ja auch nicht sein. Bei den Muslimen ist es so, dass die ihren Reichtum untereinander behalten wollen und sogar untereinander bei Cousinen und Cousins heiraten in der Verwandtschaft, wo dann auch ganz viele Missgeburten und mongoloide Kinder entstehen, einfach wegen, um das Geld zu halten. Dann natürlich die Adligen, wo ganz viele, wenn wir mal unser Adeltum anschauen auf der Erde, sind ganz viele aus dem deutschen Raum. Und die heiraten dann untereinander und dann hatte man doch, man sagt ja blaues Blut bei den Adligen, aber die hatten dann ganz oft die Sichelkrankheit oder Bluterkrankheit, wenn man sich verletzt hat, dass man zu Tode blutet, weil die Wunde sich nicht mehr schließt und nicht mehr gerinnt. Das hat was mit den T-Helferzellen zu tun, mit den weißen Blutkörperchen, die nicht gerinnen und dann ist die Wunde offen und man blutet. Oder Sichelzellen, Krankheit, könnt ihr alles mal googeln. Das war so im Adeltum bekannt. Das kommt aber auch, wenn man Inzucht hat, ja, wenn Menschen untereinander heiraten, die verwandt sind. Also Bruder, Schwester ist zum Beispiel überhaupt nicht gut. Du und dein erster Grad Cousin ist auch überhaupt nicht gut. Zweiter Grad und dritter, sagt man, ja, ist okay, geht so, aber ist auch nicht der Hit. Am besten ist es, um das Blut frisch und jung zu halten, wenn man wie die Wikinger in andere Länder geht und die Frauen kidnappt und die dann nach Hause bringt und dann verheiratet, zwangsverheiratet, um das Blut zu stärken, um bestimmte Gene zu fördern. Oder wie Hitler dann zum Beispiel gesagt hat, ja nur blond und blaue Augen, um die Kultur intakt zu halten. Aber wenn ihr mal nach Afrika geht und da schaut, wenn eine afrikanische Frau oder ein afrikanischer Mann mit einem weißen Partner schläft und dann ein Kind bekommt, dass die nicht alle schwarz sind, dass die auch weiß sind und blaue Augen haben. Soll es ja geben, tut es auch. Zurück zur Hochzeit. Also wir haben die Zwangsehe, wo du aussuchen darfst. Es gibt die Zwangsehe, wo du nicht mal weißt, wer dein Partner sein wird.
Dann hast du die Verwandtschaftsgnade, um den Reichtum zu halten, dann aber unter den Adligen das blaue Blut, damit alles im adligen Bereich bleibt. Und dann haben wir natürlich die Ehen, man heiratet, ja, weil die Gesellschaft es macht, also mache ich es auch. Oder dann eben dieses, ja, ich will gar nicht heiraten, ich will alleine bleiben, ich will mich nicht abhängig machen. Früher im Mittelalter war es so, wenn Frauen nicht geheiratet haben und ledig geblieben sind, das war nicht wirklich von ran, das war dann ein Fräulein. Wenn sie geheiratet haben, dann nur, weil sie selber kein Geld verdienen konnten, weil sie vom Mann abhängig waren. Mittlerweile ist es ja so, dass wir Frauen unser Geld selber verdienen dürfen, ist auch krass, wenn man das so sagt, oder dass wir alleine reisen dürfen oder alleine leben und ja, für uns sein dürfen oder alleinerziehend sein dürfen, wo wir wirklich, wir Frauen, abhängig waren von den Männern. Also es war auch so, wenn der Mann dich geheiratet hat und dann dich verstoßen hat, dann warst du freiwillig. Da gibt es zum Beispiel den Film auch Die Wanderhure, schaut euch das an. Ist total krass, also wenn die Frau auf der Straße war, dann war sie freiwillig und sie war frei und offen für jeden. Und wenn man das alles mal in diesen Bereich nimmt, Ehe, dann bekommt es ein ganz anderes Gefühl oder ein ganz anderes Bild, dass man nicht nur aus Liebe heiratet. Und jetzt zurück zu meiner Freundin und dann sagt sie, ja, sie war verheiratet und sie ist 7 Jahre in der Ehe geblieben, weil sie dachte, weil die Kirche das einem so erzählt, dass es eine Sünde ist, wenn man sich trennt. Da sage ich, aber wieso hast du dann den überhaupt geheiratet? Ja, weil der Pfarrer gesagt hat, so, jetzt ist es Zeit zu heiraten. Und es war für mich so warm, so kaltes Wasser erstmal ins Gesicht, so erstmal ich so krass, dass das gar nicht so, also gar nicht so normal ist, dass man sich selber jemanden aussuchen darf, den man liebt und dann heiratet, wenn man es möchte, sondern dass, und die ist so alt wie ich, dass der Pfarrer kommt und sagt, so, jetzt ist Zeit, dass ihr heiratet, ob ihr euch liebt oder nicht, aber das ist jetzt, das ist richtig so, weil sonst kommt ihr in die Hölle. Und wenn die Frau unglücklich ist oder der Mann und sich scheiden lassen möchte, dann tun sie es nicht, weil sie Angst haben, sündig zu sein oder in die Hölle zu kommen. Und ich denke, das Allerhöchste, wenn man mal schaut, 2 Ringe sind die Unendlichkeit. Das heißt, man gehört zusammen. Es sind 2 Ringe, dass man sich in der Mitte trifft, an einem Punkt, aber jeder für sich stehen darf und alleine sein darf. Das ist ganz wichtig. Und die Ehe ist auch dazu da, dass man sagt, ja, aus Liebe heirate ich dich, ich möchte mit dir sein. Weil 2 Seelen sich verbinden und wissen, sie wollen den Rest ihres Lebens zusammen sein. Und jetzt kommt noch das Oberkrasse, was gerade ganz, ganz stark überall, wirklich vor allem in Amerika rumgeht. Dieses, ja, ich habe erst Sex, wenn ich heirate. Ich kann es verstehen, dass man soll die Sexualität heilig halten, auf jeden Fall, und nicht mit jedem rummachen. Aber dass man dann sagt, hey, ich heirate und dann darf ich Sex haben. Du weißt nicht mal, obwohl du den Menschen liebst, ob der Sex dann auch wirklich gut ist mit dem Menschen. Und du willst ja auch nicht mit jemandem zusammenleben, wenn es einfach nur grauselig ist. Der Sex oder alles andere. Und dann dieses auch verheiratet werden. Ja, weil jetzt kommt man in die Pubertät und in Afrika ist es ja so, die Mädels bekommen ihre Periode und werden dann mit irgendwelchen alten Säcken verheiratet. Weil es so ist, oder in Afrika gibt es dann auch teilweise Stämme, die sagen, so, das Mädel wird jetzt erstmal, wenn sie ihre Tage bekommen hat, von irgendeinem Fremden vergewaltigt, mitten in der Nacht. Das gehört zur Kultur dazu. Und dann ist sie bereit und offen für einen Mann heiraten zu dürfen. Das nächste ist, wenn du heiratest, du heiratest aus freien Stücken, weil du es möchtest und weil es gut für dich ist, nicht weil du dazu gezwungen wirst. Und dann aber deinen Weg gehen zu dürfen. Das ist ganz wichtig. Und diese Lügen, dieses du kommst in die Hölle, ist ja auch Blödsinn. Das nächste ist dann noch in Amerika dieses Grad, dass man sagt, ja, wenn du nicht verheiratet bist und Sex hast, dann ist es auch eine Sünde und dann kommst du auch in die Hölle. Das ist gerade wieder ein ganz neuer Trend. Also ich finde es immer wichtig, aufs Herz hören, den Mittelweg gehen und dich fragen, bist du glücklich in deiner Ehe und nicht Angst vor Konsequenzen zu haben, sondern deinen Weg zu gehen und glücklich zu sein auf der Erde und mit jemandem zusammen zu sein, wo ein Gleichgewicht da ist. Bussi, bis dann, liebe Grüße.